So stehe ich jetzt hier mit einer tollen Aussicht, nicht auf Bologna, aber auf die Umgegend, auf ferne Hügelketten, Landwirtschaft und wir haben tollsten Sonnenschein. Hallo, willkommen auf meinem Kanal Falter Wendler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt geht es weiter mit meiner Südeuropa-Tour. So, jetzt fahren wir weiter hier von Sermide, von dem ja, ganz schönen Stellplatz. Been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. Oh, erstmal Wäsche waschen. I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. So, ich bin jetzt hier in Italien in Sermide. In dem Waschsalon. Hier läuft gerade meine Wäsche, wird geschleudert. Kostet für 14 Kilo 9 Euro. Wobei die hier Unterschiede machen, ob mit Karte bezahlt oder bar bezahlt. Bar ist immer ein bisschen teurer. Und da hinten sind dann große Trockner. Was ich aber ganz toll finde, ist hier, haben die so Wägelchen. Die kann man. Da kann man die Wäsche gleich reintun, wenn die fertig ist. Und dann zum Trockner fahren. Das finde ich super. Das, sowas hat mir in Albufeira gefehlt, in dem Waschsalon. Was ich auch ganz toll finde, es gibt hier in Sermide, in diesem Waschsalon, extra Waschmaschinen und Trockner für Tierzubehöre, also Decken und sowas. Und ich habe nur jetzt beim Schneiden gesehen, dass ich den falschen Trockner benutzt habe. Aber ist ja egal, der ist ja sauber. So, und hier am Ort, im Ort Sermide, am Sportplatz, hier ist der Sportverein von Sermide, gibt es dann die Ver- und Entsorgung und noch drei Stellplätze mit jeweils einer Bank dahinter. Das war ganz nett. Hier ist dann die Ver- und Entsorgung, ein sehr breiter oder sagen wir langer Schacht, über den man fahren kann. Und ich habe nur keine Möglichkeit gefunden oder gesehen, wo man eine Chemietoilette entleeren könnte, weil diese ganzen Verschlüsse oder diese ganzen Schächte sind alle verschlossen. Hier ist wohl eine Fußpumpe, die aber in diesen Abwasserschacht, diesen Abwasserschacht spült. Hier ist dann sind dann zwei Wasserhähne zum Entnehmen. Achtung, 3/4 Zoll Adapter für Gardena, weil der fehlt mir leider. Ich habe es dann über zwei Kanister gemacht, gefüllt. Ich muss mir unbedingt einen 3/4 Zoll Adapter noch besorgen. Den habe ich irgendwo mal verloren. Ja, und damit kann man kostenlos Wasser tanken. Ja, soweit ist der Stellplatz, nein, nicht der Stellplatz, doch der, eigentlich der zweite Stellplatz mit Ver- und Entsorgung hier in Sermide. Direkt am Sportplatz.
voll. Ganz schön voll, voll. So, jetzt, wie jedes Mal, geht es hier weiter von dem Stellplatz in der Nähe von Bologna. Der war, ja, ich zeige euch den in zwei Bildern. Ich habe jetzt kein Video draußen gemacht, weil er ist nicht so spektakulär. Es gibt hier eine Ver- und Entsorgung, aber sonst nichts. Und da war gestern auch alles voll. Und deswegen habe ich mich hier auf einen von den Parkplätzen gestellt. Direkt an so einer Wiese. Hier kann man auch ganz schön mit dem Hund spazieren gehen. Gibt sogar zwei kostenlose Hundespielplätze, sage ich mal. Dem Hund ein bisschen, ja, Auslauf, den Hund ein bisschen Auslauf zu geben, dass er ein bisschen rumtoben kann. Da war ich gestern auch kurz mit Tommy, aber der lief einmal in die eine Richtung, dann wieder in die andere Richtung und dann wollte er schon wieder raus. Aber ich fahre jetzt weiter. Ich will heute das neue Video schneiden. Heute ist Freitag und habe mir einen Freistehplatz ein bisschen, ja, in den Bergen, sage ich mal, hier in der Toskana ausgesucht. Den habe ich über Park for Night gefunden, indem ich auf Picknickplätze gefiltert habe. Und da habe ich den gefunden und da wollen wir jetzt gleich mal hingucken. Ich hoffe, da habe ich auch Internet. Und dann zeige ich euch ein bisschen was da von dem Platz. Ich bin jetzt hier angekommen am Freitagmittag oberhalb von Bologna. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich bin also jetzt hier oberhalb von Bologna angekommen. Etwas abenteuerliche Fahrt über enge, kurvige Straßen mit Gegenverkehr, aber es hat funktioniert. Ich hätte mich allerdings wohl beinahe festgefahren gerade. Und zeige euch mal ein bisschen was vom Platz. So stehe ich jetzt hier mit einer tollen Aussicht. Nicht auf Bologna, aber auf die Umgegend. Auf ferne Hügelketten, Landwirtschaft. Und wir haben tollsten Sonnenschein. Wie gesagt, hätte ich mich beinahe hier festgefahren, wenn man hier mal an meinen Reifen das sieht. Aber Gott sei Dank habe ich die Alvetta-Reifen drauf und da ging es dann. Hier ist nämlich alles sehr, sehr, sehr aufgeweicht von den letzten Tagen, wo es ja ganz viel geregnet hat. Und wenn man sich hier so die Spuren anguckt, ich bin dann gerade noch rausgekommen. Da bin ich
reingefahren. Alles weich hier. Ja, und dann bin ich da reingefahren, bin aber Gott sei Dank da wieder rausgekommen, rückwärts. Vorwärts ging das nicht weiter. Und bin dann hinten über das Wiesenstück wieder rausgekommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute empfängt mich der Tag auch wieder mit schönem Sonnenschein hier oben auf dem Berg, kann man nicht direkt sagen, Hügel bei südlich von Bologna. Und die Aussicht ist wieder ganz toll. Da drüben gibt es ein Feld mit Solarzellen, sehe ich gerade. Und die Nacht war ein bisschen stürmisch, aber außer dem Windgeräuschen hat man hier nichts gehört. Es war richtig super leise, außer dem Wind, wie gesagt. Und man hört hier eigentlich überhaupt nichts sonst. Auch Vögel selten, jetzt gerade mal so ein bisschen. Aber ich möchte euch einen Schönheitsfehler von diesem Platz nicht verschweigen. Und zwar hat hier jemand wild ein Elektrogerät entsorgt. Und sowas kommt ja leider hier im Süden, Spanien, Italien, Portugal, leider oft vor. Ich weiß nicht, was für ein Gerät das ist, kann ich nicht erkennen. Vielleicht Kühlschrank oder sowas, aber es ist natürlich weniger schön. Da ist aber noch irgendwas anderes neben, das gehört nicht dazu. Das ist hier auch wild entsorgt worden, irgendein Metallteil, ein größeres. Das ist natürlich nicht schön, aber das wird dann auch nicht weggeräumt. Das bleibt dann liegen, bis das, verrotten tut das ja kaum. Das dauert bestimmt Jahrzehnte, bis das, oder mehr sogar, bis das sich von selber aufgelöst hat oder von der Natur vereinnahmt wurde. Ja, aber wie gesagt, ich stehe hier also wunderschön. Hier ist die tolle Aussicht, da hinten ist das Solarfeld, was ich eben gesehen habe, entdeckt habe. Hier sind so ein paar Höfe an der Straße entlang auch. Was hier allerdings wieder ist, in diesem Gras sind diese Stachelsamen, die sich überall im Fell von Tommy festsetzen. Aber das sind andere als jetzt bei der einen Wiese, wo ich diese hellen hatte, die ich kaum rausgekriegt habe. Das sind so dunkle, dunkelbraune. Und die gehen wohl ganz leicht auch raus. Und schon wenn er sich schüttelt, fallen da schon viele von ab. Also deswegen ist das nicht ganz so tragisch. Ja, hier ist, wie gesagt, wunderschöne Aussicht, schöne Sonne, klarer Himmel. Was will man mehr? Ist zwar noch nicht sehr warm, aber die Sonne ist ja noch nicht sehr hoch. Wir haben jetzt gerade so um 9 Uhr rum. Ja, ich werde heute hier auch noch mal hier bleiben. Also ich werde hier noch eine zweite Nacht verbringen und werde heute endlich dann, wo ich gestern nicht zugekommen bin, mein neues Video für morgen für Sonntag schneiden. Heute haben wir Samstag. Und wir haben den 28. Oktober. Oder haben wir schon 29, glaube ich. Auf jeden Fall ist in der kommenden Nacht Zeitumstellung von Sommer auf Winterzeit wieder. Da kriegen wir die geklaute Stunde wieder zurück. Und so ein Blödsinn. Naja, gut, okay. Da kann man drüber trefflich streiten, glaube ich. Da gibt es sehr, sehr viel Befürworter und sehr, sehr viel Gegner. Und ich glaube, die einigen sich nie. Solange wird sich das auch nicht ändern. Jetzt geht es hier wieder los. Sehr früh, am Sonntagmorgen schon. Was heißt früh? 9 Uhr Winterzeit, nee, Sommerzeit. Ich habe noch nicht umgestellt, also 8 Uhr. Weil wir sind zwar kurz gegangen, aber ich möchte jetzt nicht riskieren, dass ich Tommy wieder lauter von diesen dunkelbraunen, piekigen Samen wieder einfängt. Da haben wir gestern Abend auch wieder einige rausgepult. Wobei das etwas leichter ging als diese hellen letztens. Aber wir werden jetzt erstmal müssen ein bisschen einkaufen. Wir werden erstmal in die falsche Richtung fahren, nach Bologna zurück. Und dort erstmal bei Lidl einkaufen, weil die haben
hier ja Gott sei Dank auch am Sonntag offen. Ich habe nämlich versäumt, Wasser zu holen. Und da muss ich dann unbedingt was haben. Ganz schön enge Straßen hier. Darf auch nicht viel entgegenkommen. Gott sei Dank ist heute am Sonntagmorgen um die Zeit noch kaum was los hier. Wenn man auch zum Teil sieht, wie die Italiener Auto fahren auf solchen Sträßchen, ist schon abenteuerlich. Ja, hatte ich mir jetzt gerade einen Picknickplatz ausgesucht und fahre hier so eine schmale Bergstraße durch so Dörfer und an Baustellen vorbei, wo anscheinend der Hang abgerutscht ist. Und plötzlich ist ein Tor mitten auf der Straße und gesperrt. Ging es dann plötzlich nicht mehr weiter. Jetzt muss ich mir was Neues aussuchen. So, ich habe jetzt hier zum Frühstück auf dem Weg Richtung Massa, wo ich ja zu einem Arbeitssohn locker muss und ein Paket abholen will, an einem kleinen Picknickplatz angehalten. Oh, sehr, sehr schön, die Zufahrt war ein bisschen steil und eng, aber ließ sich machen, also mit meinem 640er Kasten war das kein Problem. Und zeige ich euch jetzt mal ein bisschen. So stehe ich hier. Ich werde hier allerdings nicht übernachten. Daneben ist auch eine Baustelle. Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Das ist so eine geschotterte Abfahrt. Leider ist innerhalb dieser Baustelle dieser Grillplatz, der eigentlich hier zu diesem Picknickplatz gehört und eine Rutsche noch ein bisschen was. Das ist aber alles hier innerhalb von dieser Baustelle. Da oben ist gleich die Autobahn, die man aber nicht hört wegen dieser Schallschutzwand. Und hier unten ist direkt ein Fluss. Wenn ich das finde, blende ich euch ein, wie der heißt. Ich habe eben nicht nachgeguckt, um euch das zu erzählen. Und hier, wie gesagt, fließt der Fluss. Der kann noch erheblich breiter werden. Wie man sieht, ist da ein ganz große Kiesbank. Und hier ist sowieso ganz viele Baustellen. Wenn man da oben schon wieder sieht, da sind auch diese orangen Zäune, die immer diese Absperrungen zu Baustellen bilden. Hier scheint auch jede Menge abgerutscht zu sein. Ja, und hier sind wieder die Fliegen. Hier in der Nähe ist direkt, glaube ich, ein Restaurant. Dahinter dieses Backsteingebäude. Und wir werden aber jetzt weiterfahren zu einem kostenlosen Stellplatz Richtung Massa weiter.
Über den Platz in Montese gibt es nicht viel zu sagen. 7 Plätze auf Rasengittersteine, Ver- und Entsorgung und Strom. Und das von der Kommune, alles sehr sauber. Vielen Dank. So, jetzt geht's hier los, weiter von, ja, Montego heißt das, glaube ich, hier. Schon wieder vergessen den Namen. Ist fürchterlich. Namen Thomas und Namen sind, passen nicht zusammen. Gut, jetzt fahre ich aber nach Massa. Das ist an der Mittelmeerküste. Und zwar gibt es da einen Amazon-Locker, da habe ich ein Paket hinbestellt. Das gehen wir jetzt abholen. So, und aufgrund des bescheidenen Wetters, sage ich mal, habe ich mich heute entschlossen, mal die Autobahn zu benutzen. Ich habe ja das Bip&Go-Gerät und insofern dürfte das ja eine einfache Angelegenheit. So, für heute am Montag bin ich angekommen. Ich hatte ja ein Paket in Massa abgeholt. Und zwar neue Crocs, beziehungsweise Nachbau von Croc. Also diese hier. Weil ich hatte nur welche mit Löchern drin. Und wenn man dann im Regen geht, dann ist es sehr, sehr unpraktisch. Weil dann hat man sofort nasse Füße. So. Und ich habe jetzt hier südlich von Massa in einem Ort, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich blende euch das unten ein, einen großen, riesengroßen, langen Parkplatz gefunden, fast direkt am Meer. Und hier sind auch einige Restaurants, die leider fast alle geschlossen sind, weil ja keine Saison ist im Moment, Ende Oktober. Aber normalerweise ist der Parkplatz kostenpflichtig, aber nur bis 20.09. Also stehe ich jetzt hier völlig alleine. Oder nein, Quatsch. Also stehe ich jetzt hier völlig kostenfrei. Und hier ist noch ein anderer Camper mit so einem Minivan, den er wohl ausgebaut hat. Und ja, so stehe ich jetzt hier auf diesem riesenlangen Parkplatz. Das sind eigentlich alles Parkplätze für diese ganzen Restaurants, die hier auf der anderen Straßenseite sind. Das Einzige, was auf hatte bis eben, ist das hier gegenüber genau, dieser Holzbau. Der hat aber auch eben zugemacht. Ich war da fragen, aber hat jetzt geschlossen. Fast alle anderen sind geschlossen. Und dann gibt es hier noch links noch so Restaurants mit eigenen Parkplätzen zusätzlich. Und hier ist so ein Grünbereich und dahinter ist dann der Strand. Soweit die nächste Episode meiner Überwinterung in Südeuropa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und abonnieren nicht vergessen, falls noch nicht passiert. Ich sage dann für jetzt Tschüss, euer Thomas von Falter Vanlife.